So, dann gehen wir jetzt mal hierhin zurück. Gucken uns da letzten Ecke des Raumes um. Da ist aber nichts. Und schauen mal, was hier komisches ist. Das ist ja nicht besonders viel Platz. Da geht es auch runter. Oh Mann. Ja, ich hoffe mal, die führen alle in denselben Bereich. Im Notfall können wir uns immer noch hin und her teleportieren. Aber ja, das geht ein wenig auf die Astralenergie. Trink du schon mal einen Zaubertrank. So. Flasche kommt gleich weg. Jupp. Und wir gucken jetzt einfach mal in den östlichsten Gang nach unten. Okay. Gehen gleich wieder hoch. Und gehen jetzt hier nach unten. Kommen da raus. Okay. Gehen wieder nach oben und probieren dann den letzten Gang nach unten. Das wäre hier aus. Ganz woanders. Okay. Gucken wir uns hier erstmal um. Von Wänden und Decken ist Schutt in den Gang gefallen. Die Deckenbalken sehen hier sehr morsch aus. Als ihr die Stelle passiert, lösen sich Steinbrocken aus den Wänden und von der Decke. Das Geröll fällt in den Gang, die Deckenbalken knarschen bedrohlich. Oh. Deckenbalken knarschen wieder bedrohlich. Sehen immer noch morsch aus. Und was haben wir hier? Ich decke nochmal kurz den Rest dieses Gebiets auf. So, die eine Ecke da auch noch. Ja, es knarrt immer noch sehr bedrohlich. Raus hier. Oh, eine Truhe. Bist du leer? Ja. Und hier irgendwo vielleicht Geheimgänge? Nee. Da müssen wir durch den knarrenden Raum wieder durch. Und was ist das da? Das ist eine Truhe, die hinter der Treppe ist. Da geht's hoch, da geht's rein. Und hier haben wir jede Menge Truhen. Truhe ist leer. Truhe ist leer. Kleidungsstücke, die niemand anziehen würde. Truhe ist leer. Kein Geheimgang, kein Geheimgang. Oh, es stinkt höllisch, als ihr die Truhe öffnet. Schnell lasst ihr den Deckel wieder fallen. Der Gestank brennt in der Nase. Wollt ihr die Truhe trotzdem noch einmal öffnen? Ich hätte jetzt gerne die Option, Truhe mit Schwertspitze öffnen und dann den Raum verlassen. Aber na gut, wir öffnen sie einfach so noch einmal. Jalen wird übel. Der Inhalt dieser Truhe muss vor ein paar Jahrhunderten einmal essbar gewesen sein. Oh. Aber sie ist nicht krank geworden. Gut. Aber ich finde es sehr schön, dass hier so viele Sachen drin sind, die einen nicht wirklich weiterbringen, die aber Sinn machen. Denn in der alten Ruine sind nicht überall automatisch Schätze verteilt, sondern die meisten Sachen sind halt alltägliches, das mit der Zeit verrottet ist. Also ja, trägt sehr viel zur Atmosphäre bei. Noch mehr Truhen. Stinkt höllisch. Öffnen wir trotzdem nochmal. Und war wohl auch wieder was Essbares. Hier auch. Ja, auch was Essbares. Wir waren wohl so eine Art Vorratskammer. Hier. Da geht's weiter. Gucken wir uns erstmal kurz hier zu Ende um. Aber wahrscheinlich ist da nur ein Gang, der da zurückführt. Okay. Da lang, da lang. Zwei verschlossene Türen. Was sagt die Karte? Gucken wir erstmal da unten. Das würde sich eignen für ein kleines Kämmerlein. Oh, mehrere Untote. Du fang mal den da hinten ab. Und warum habt ihr nur 5 Bewegungspunkte? Jetzt müssten die Kräuter wirklich ausgelaufen sein. So, du stehst da im Weg, aber dann kann Myrrhe wenigstens auf den da schießen. So,
So, du gehst weg von dem Eingang. Du stellst jetzt mal da hin und wartest ab. Du holst auf den einfach ein. Sehr schön. Du schießt auf den vor Gwendolyn. Du bleibst einfach da stehen. Du haust da nicht drauf, sondern du gehst da drum herum. So. Und du läufst mal in Richtung des anderen Zombies da hinten. So. Du läufst da auch einfach in die Richtung. Zack. Du stellst dich da an, wo Gwendolyn eben noch stand und haust da drauf. Wartest immer noch ab. Du schießt dem da an die Seite. Sehr schön, hat seine Aufmerksamkeit erregt. Musste sich nicht mehr bewegen, kann einfach nur noch schießen. Das machst du auch. Ah, die sind ein wenig zäher als die oben. Obwohl, ich habe einfach nur Würfelpech. Da runter. So, der wäre tot. Du gehst auf den. Hast auch schon lange nicht mehr getroffen, Tirik. Bald mal wieder Zeit. Komm schon. 16 Trefferpunkte. Ja, das ist doch mal ordentlich. Man muss nur meckern. So, du hilfst da mal aus. Du machst einen Schritt zurück. So. Und du wirst wohl nicht mehr rechtzeitig ankommen. So, das wird jetzt ein Ende sein. Zack. 6 Abenteuerpunkte. Und eine Truhe, die leer ist. Neben noch einer Truhe, die leer ist. Gegenüber von einer Truhe, die leer ist, die neben einer Truhe steht, die ebenfalls leer ist. Ja, gucken wir mal ganz kurz, was hier noch drin ist. Ein paar uralte Goldstücke liegen verstreut auf dem Boden herum. Wollte sie mitnehmen? Eigentlich will Tirik ja schon danach fassen, aber die Elfen sagen uns da was Gegenteiliges. Die sollten wir mal lieber liegen lassen. Wollte sie mitnehmen? Nein. Was haben wir hier? Truhe ist leer. Oh. 2 Zombies. Na gut. Hier stellt euch mal dahin und bildet ein Erschießungskommando. Du gehst ungefähr in die Richtung. Du auch schon mal. Du bleibst einfach demonstrativ da stehen. So. 2 nach da. Und rechts um schießen. Rechts um schießen. So, dahin mit dir. Abwarten. Ach, so viel dazu. Du darauf. Schlimmer hätte es nicht kommen können mit der Positionierung. Jedenfalls für die Elfen. Du dahin. Ah, obwohl, geht sogar noch. Abwarten. Du stellst dich mal dahin, in der Hoffnung, dass Gwendolyn gleich ausweichen kann. Du gehst dahin. Du gehst da rum. Und ruf da. So. Einmal spalten, bitte. Schöne Sache. Da geht's zurück. Klick. Du bist immer noch leer. Und das war's dann auch hier. Na gut, geht's nur noch da unten weiter. Oh, schon wieder Zombies. Sind wir nicht hier eben gerade durchgekommen? Das ist ja skurril. Na gut. Du gehst mal wieder darum. Du schießt den an. Du wartest ab. Du stehst da nicht so gut. Gehst mal dahin. Und ich habe vergessen, zwischendurch wieder nach den Blättern zu gucken. Aber das machen wir dann gleich. Du gehst weiter nach da. Du haust da drauf. Du
baust da drauf. War das weiter ab. Du gehst mal ein wenig in die Richtung, schießt noch auf den und Mürrim geht in Richtung des anderen. So, da so hin. Abwarten, raufschießen. So, Jallen, beende das Ganze mal. Nicht ganz. Abwarten, abwarten. Alte Option. Ah, und dann heben. Komm schon, Mürrim. Na also, wieder 6 Abenteuerpunkte. So, jetzt gucken wir mal nach den Kräutern. Die sind nämlich ausgelaufen. Du isst bitte eins davon. Du isst bitte auch eins davon. Du sowieso. Du auch. Hier gibst du auch noch einen. Das waren jetzt alle. So. Das waren ja doch recht viele Golem. Ja, das sind hier noch ein paar mehr. Angriff auf den. Ich war jetzt kurzzeitig versucht, Astralenergie zu verwenden. Aber ich weiß nicht, wie tief das hier runter geht. Und wir sind doch ziemlich weit ab vom Schuss. Das heißt, wir können nicht einfach mal kurz zurück zur Stadt laufen und neue Zaubertränke kaufen. Das heißt, wir werden uns hier jetzt auf die altbewährte Methode durchprügeln müssen. Komm schon, hau auf da. Zack. Aber das kriegen wir schon hin. So, du daran. Genau, noch ein paar so gute Treffer, Terek, und dann passt das. Ich hoffe einfach mal, dass das ganz normale Skelette sind und nicht irgendwas Besonderes. Aber steht nur Skelett drunter, das passt schon. So, du da drauf. Du auf den Angeschlagenen, damit wir schon mal einen weniger haben. Sehr schön. Du einen Schritt zurück auf den. Ja, doch, das läuft sehr gut. So lange, bis wir auf die Nekromanten treffen, die unten wahrscheinlich auch noch irgendwo hausen. Bei so vielen Untoten. Du nimmst mal ein wenig Abstand. Du haust auf den. Gut, du haust gleich nochmal auf den. Du auf den da. Oh, Quellenhautquellen für 4. Nicht gut. Wir werden gleich schön unsere Wunden verarzten müssen. Und nach Krankheiten gucken. Du darauf. Au, du stehst da jetzt doof. Du geh mal hinter den und schießt den an. Genau, damit Jallen jetzt auch noch frei ist. Und Jallen schießt dann auf den Weit-Trick. Schießt nochmal auf den Weit-Trick. Gut, gut. Du hilfst Mark Wendin. Abwarten. Randa. Du schießt auf das Skelett. Du haust auf das Skelett. Und wir machen einfach mal Computerkampf ohne Magie an. Geht dann doch ein wenig schneller. Und bisher ist auch keiner falsch gelaufen. Sehr schön. 12 Abenteuerpunkte. Hügelig der Große, halt Freunde, ertönt plötzlich eine Stimme aus dem Hintergrund. Lasst sie in Ruhe. Ei, ei, Hetman, die Zombies lassen von euch ab. Ihr schaut euch verwundert um. In der Ecke sitzt auf einer Truhe ein auffällig großer Mann, den ihr bisher noch gar nicht wahrgenommen hattet. Was treibt euch hierher? Meine Otter und ich, wir haben noch nie Besuch gehabt, seit wir uns hier niedergelassen haben. Seid ihr etwa hügelig? Jawohl, der bin ich. Also, was führt euch hierher? Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Ob wir das jetzt einfach so erwähnen sollten, ist fraglich. Denn er war ja eigentlich der Hetman und wir wissen nicht, wie sehr die Zeit seinen Geist verwirrt hat.
Aber wir haben anscheinend keine andere Wahl. Also, wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Er grübelt einen Augenblick. Des Hetmans. Ja, ja. In barschem Tonfall fügt er hinzu, ich bin hier der Hetman. Hügelig der Große. Also, was wollt ihr? Ihr erzählt ihm die ganze Geschichte. In Ruhe hört er sich an, was ihr vorzutragen habt. Als ihr endet, schaut er euch eine ganze Weile wortlos an. Dann beginnt er plötzlich leise zu wimmern. Ihr müsst uns helfen. Der elendige Schatz. Jede Goldmünze hier unten ist verflucht. Ihr müsst mein Schwert Boron opfern, damit er uns seine Gnade erweist. Oh, deswegen haben die Elfen die Goldmünzen nicht aufheben wollen. Ah, sehr gut. Dann fängt sich Hückelig wieder und redet laut und bestimmt weiter. Und ihr müsst Thorwall retten, wenn es in Gefahr ist. Ja, zeigt es diesen widerlichen Orks. Zieht ins Orkland, fordert einen ihrer Fürsten zum Zweikampf auf. Und Grimmring soll euch diesen Kampf beistehen. Er greift hinter die Truhe und holt ein beeindruckendes Schwert hervor, um es euch zu überreichen. Das ist Grimmring. Mein Begleiter auf allen Wegen hier unten nützte mir nichts. Er soll wieder zum Nutzen aller Thorwaller sein, so wie früher. Sehr schön. Das war jetzt kurios, aber das Schwert gucken wir uns doch gleich mal an. Gwynnen hat Hunger. Ja, das interessiert jetzt gerade gar keinen. So. Das Schwert Grimmring zählt als Schwert. Das ist schon mal sehr gut. Was sagt Talana dazu? Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass es magisch ist. Also sprechen wir gleich an Analyse. Und es misslingt. Analyse. Auf. Das Schwert Grimmring. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Das glaube ich doch nicht. Aber gut. Das bekommt jetzt Gerugon. Kann Gerugon dazu noch ein Schild tragen? Ja, kann er. Aber wir sollten nicht unbedingt das goldene Schild von Talana nehmen. Geben wir ihm einfach mal das Schild da. So. Sehr schön. Zurück. Aber was sagte er von, wir müssen das Schwert Boron opfern? Wahrscheinlich erst, nachdem wir den Orks gegenüber gestanden haben. Na gut. Speichern wir erstmal ganz kurz ab. Spielstand. Speichern. LP 86. Und wir sehen uns gleich wieder.